Und hiermit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Valiant Hearts. Hier ist euer Memento Mori und ich freue mich natürlich, mit euch daddeln zu können. Beziehungsweise für euch vorzudaddeln. Ja, wir haben jetzt... Keine Ahnung, was das ist, ne? Okay, vielleicht will der jetzt die Hosenträger haben. Ich weiß es nicht. Equeterte Aster dabei. Equeterte Aster dabei. Okay, was mache ich jetzt mit den Hosenträgern? Das ist die Frage. Willst du sie? Nö, du willst das Fleisch, ne? Willst du sie? Knoten auf der Klaus. Nee, der will sie auch nicht. Schnockfrantike! Ah, ich versteh's. Noch Fred Dicke, das hättest du früher sagen können, ne? Freu dich. So, jetzt habe ich das Päckchen. Das bringt mich trotzdem nicht zum Fleisch, ne? Könnte ich es schießen? Nö. Versuch wäre es wert, ne? Aber ich weiß, wer es natürlich braucht. Und zwar dieser in dem Sack-Dingsbums hier, ne? Was gibt ihr uns dann dafür? Ich weiß es nicht. Darf ich mir was aussuchen? Okay, gib mir das auch noch. Oh, das war knapp, ne? Gut gemacht. Okay. Und jetzt? Was bringt mir das rote Band? Bringt mich das zum Fleisch? Ich glaube nicht. Nee, das bringt mich nicht zum Fleisch. Was tue ich jetzt damit? Wie? TF? Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich weiß schon, ich sehe schon. Das ist ziemlich tricky, 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 tricky. Ich will das Fleisch von da oben. Was will... Er will das zum Rauchen. Okay, das zum Rauchen habe ich ja schon gesehen. Was mache ich aber jetzt mit dem Band hier, ne? Dabei kam ein Tricker anderer, so man. Tricker anderer. Vielleicht will der da drinnen das Band. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann nur raten. Ah, okay. Nur wer das Band hat, darf darauf. So, jetzt habe ich das hier. Ja, auf das musste mal kommen, ne? Aber gut, wir wissen es jetzt. Auf so solche Dinge achtet man ja nicht, ne? So, jetzt hast du hier das Ding hier. So. Runter mit damit. Ups. Patsch. Ich will mein Fleisch. Ich will das Fleisch für den Hund. Für Hasso. Jawohl. So, weiter geht's. Feine Sache. So, nimm jetzt dein Fressen hier und ich kann rein. Gut. Ja, hier ist ja die Anna und die Anna ist nicht mehr da. Die Zeit läuft. Okay, ich glaube, ich kann mich hinter dem Busch verstecken. Kann das sein? Wir probieren es einfach mal. Oh ja. Und jetzt schnell, 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 schnell. Schnell. Wir haben es geschafft. Sind wir in der Freiheit? Nö.
Ein derber Rückschlag. August 1914. Oh je, ziemlich tragisch. Also wurde seine Frau von Bomben getötet. Ist sein Motiv jetzt Rache? Oh, was machst du hier? So, wir sehen mal. Wir brauchen hier definitiv Licht. Okay, wir brauchen eine Sicherung. Wo ist die Sicherung? Wo nimmt ihr eigentlich das Licht hier, ne? SOS. Gib mir dein Lineal als Sicherung. Komm mit. Komm. Ah, der hat die Sicherung in der Hand. Brava. Du Bravo, du. So, leg sie ein. Ah, ich mach das. Oh, sehr schön. Okay. Was machen wir jetzt? Eine Laserstunde einlegen? Oh, ein Schwert. Das ist bitter. Aber ich hab's geschafft. Jawohl. Das heißt, wir müssen jetzt den Panzer reparieren und dann geht's wirklich badass weiter, ne? Das sehen wir gleich. Okay, hier einfügen. Oh, in dem Panzer. Darf ich Panzer fahren oder was? Ja, ich darf Panzer fahren. Wie geil ist das denn? Panzer fahren macht so Spaß. Rückwärtsgang und nochmal Gas. Kann ich aussteigen auch wieder? Nö. Okay, Panzer rollt. Oh, der Panzer rollt hier rauf. Kanone brauchen wir. Okay, wir gehen ihm einfach mal nach. So. Was? Was machst du hier? Was? Okay, ich fange mal da drüben an. Ach so, der zeigt das Symbol. Okay, das ist quasi ein Dreieck und ein Viereck, ne? Ein schräges. Ah, nee, nicht ganz. Irgendwie weiß ich nicht, was du von mir willst. So?
Habe ich es geschafft? Es sieht doch so aus. Okay, wir drehen. Ich glaube, dass das falsch ist, ne? Okay, das so. Okay, das kann ich nicht weiter drehen. Ich glaube, ich kann es nur gerade drehen, ne? Oder kann ich schief... Hey! Ah, ich könnte wieder mal kotzen. Ja, das kann ich nur schief, ne? Okay. Okay, ich kann es diagonal auch machen. Das trifft sich gut jetzt. So, das stimmt mal. Okay, das Quadrat noch etwas drehen. Oder? Nee, das passt ja schon. Das muss so passen, oder? Ja, mit dem kann ich nicht aus. Das gehört so. Okay. Dann habe ich das da oben. Was ist das? Achso, nee, das passt nicht, ne? Das sieht aber jetzt gut aus, ne? Hey, willst du mich... Das ist doch... Na okay, es ist etwas... Etwas schief vielleicht. Hey, ich hasse solche Riesen hier, ne? Das müsste doch passen, oder nicht? Oder ist es schon offen? Ach so. WTF. Ja, ich habe es. Okay, jetzt will er wieder was. So. Patsch. Spuck aus, mein hässliches Quadrat. Spuck es aus. Oh, es sieht ja gut aus, ne? Da hast du es. Jawoll. Raus geht's zu unserem Panzer, der ja nun schießen kann.
Okay, er will es noch rauf. Was mache ich jetzt? Ich muss das noch irgendwie bewegen, ne? Und? Ah, jetzt. Nun können wir schießen. Es ist und bleibt natürlich spannend. Den Panzerfang ist das... Boah! Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Oh ja, ihr werdet alle in der Hölle verrecken hier. Okay, vielleicht kann ich hier einfach drüber fahren. Sind das meine Leute? Aber ich kann sie nicht umbringen, ne? Minen. Wir wollen keine Minen. Verbrenne. So, will ich sie alle laufen von meinem Panzer, ne? Das macht Laune. Das machte Laune. Lauft alle. Lauft um euer Leben, denn ich bin der Panzerfahrer Klaus. Und weg mit dir. So, jetzt muss ich wirklich aufpassen auf die eine Kanone, ne? Ah ja, jetzt habe ich dich gleich erwischt, ne? So, jetzt unbegrenzte Munition. Jawohl, weiter geht's. Das erinnert mich an so ein Handyspiel, was ich mal hatte, ne? Wo man mit den Panzer sich gegenseitig abmuckst. War auch ziemlich cool, ne? Wieso? Okay, wir fahren jetzt einfach rein. Oder muss ich das da oben treffen? Ah, jetzt aber. Sprengen Sie sicher gleich den Boden weg, ne? Ich wusste es. Uns ist das egal, denn wir haben einen Panzer. Jawohl. Oh, der schafft aber viel, der Panzer, ne? So. Weg mit dem Haus. Jawohl, weg damit. Okay, Wasser tut unserem Panzer vielleicht weh. Vielleicht auch doch nicht. Jawohl, Panzerfahren macht Spaß, ne? Sogar in Valiant Hearts. Jawohl. Bäume. Was ist schon Creepies? Die französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Emil schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die drei Freunde feierten ihr Wiedersehen. Doch die Freude war von kurzer Dauer.
14. Mai 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorf Quartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. Der Minenkrieg. Und wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, wenn ihr Spaß hattet. Ansonsten noch bis zur nächsten Folge natürlich, euer Memento Mori und ein herzliches Ciao, ciao.